Ich begrüße euch zum Welthirntumortag. Wir möchten Ihnen einen Einblick aus verschiedenen Berufen geben, die sich täglich mit und für Patienten mit Hirntumoren einsetzen. Mein Name ist Thea Nowak, ich bin Nurse Practitioner und arbeite auf der Neurochirurgie. Wir von der Neuroradiologie geben unser Bestes, um die richtige Diagnose zu stellen, im Vergleich die Hirntumore mit anderen Erkrankungen zu differenzieren. Dazu verwenden wir die modernsten bildgebenden Verfahren und wir monitorisieren auch im Verlauf bildgebenden Therapieerfolg von unterschiedlichen Hirntumorbehandlungen. Wir sehen jedes Jahr etwa 50 bis 70 Patienten, die neu an einem Hirntumor erkrankt sind und eine medikamentöse Therapie nötig haben. Die Aufgabe der Anästhesie besteht darin, die physiologischen Parameter während einer Operation zu überwachen und zu erhalten. Für spezielle Indikationen können wir die Parameter in die eine oder andere Richtung verschieben, um am Chirurg zu helfen, optimale Operationsbedingungen vorzufinden. Wir Neurochirurgen entfernen Hirntumore dank modernster Technik radikal und schonend. Ich reiche den Chirurgen die Instrumente an und habe sie stets griffbereit. Auch für die technischen Geräte und für die Sterilität im Saal sind wir verantwortlich. Und mit dem Neuromonitoring überwachen wir während ihrer Tumoroperation wichtige Funktionen. Also hier am Institut für Pathologie der Universität Bern führen wir alle notwendigen histologischen, immunhistochemischen und molekularen Analysen am Gewebe der eingesandten Biopsien nach den neurochirurgischen Eingriffen durch. Unser Ziel ist, so schnell wie möglich integrative Diagnosen zu stellen, damit die Patienten rechtzeitig eine geeignete Therapie erhalten können. Ich bin Radioonkologin, das heißt, ich behandle gut- und bösartige Tumoren mit Strahlentherapie. Hier im Inselspital haben wir dafür mehrere Geräte mit verschiedenen Techniken. Je nach dem Tumortyp kann eine Strahlentherapie einige Tage oder mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Ich werde meistens in Krisensituationen gerufen. Und dort ist es mir wichtig, dass ich den ganzen Menschen sehe und nicht nur eine Krise. Dass ich den ganzen Menschen sehe mit seiner Lebensgeschichte, mit dem Umfeld, mit all dem, was jemand mitbringt. Wir sind hier bei der Patientenverpflegung auf dem Spätzposten. Und hier tun wir hauptsächlich Speisen zubereiten für Leute, die eine Allergie haben, eine Unverträglichkeit haben oder schwere Diäten. Als Pflegerassistentin unterstütze ich die Patienten vor und nach ihren Operationen. Ich bin am Neuroonkologischen Zentrum für die Tumordokumentation und das Qualitätsmanagement zuständig. Also ich glaube, Sie haben jetzt den langen Weg, vielleicht in einer kurzen Zusammenfassung kennengelernt. Sie haben die verschiedenen Personen, die verschiedenen Aktionen gesehen. Sie wissen jetzt, wie viele verschiedene Fachgebiete und Spezialisten eigentlich zusammenkommen müssen, um diesen einen Tumor zu behandeln. Es liegt uns sehr am Herzen, dass Sie sehen, wie viele Menschen sich dieser Krankheit auch gewidmet haben, wie viel ihre Ausbildung, ihre Spezialisierung darauf beruhen und so gut zusammenarbeiten, dass wir im Zentrum dann auch die besten Ergebnisse für den Patienten erzielen können. Ich hoffe, dass ich Sie dann aufmerksam gemacht habe, dass wir Sie aufmerksam gemacht haben auf dieses Thema und freue mich über Ihren Besuch auf unserer Webseite.